Indoors Verdammnis könnte noch abgegradet werden. Und Spektralfeuer. Das kann abgegradet werden. Das haben wir schon abgegradet. Das kann abgegradet werden. Was auch immer der Gegengiftring. Da behalten wir den mal da drin. Also das ist alles upgradebar. Nein, die da nicht. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Deswegen kommt er eigentlich mal dahin. Das ist upgradebar. Ich warte natürlich. Also upgradebares Zeug erstmal da rein. Bo ist schon hamstermüde. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper. Ja, die schon erledigt. Nach einer Pause. Hier kommt der schöne Tant rein. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Bitte eine kleine wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Jetzt müssen wir wieder mit den Tränken rumhantieren. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ups, Alter. Das wollte ich nicht. Das macht also die Sache nämlich nur schwieriger. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Wobei, ich nehme einfach mal die hier raus. Bunker alles hier drin. Kann ich nicht. Behält es voll. Ich warte aber gerne. Ja, dass ich immer alles ein bisschen ordnen muss. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Dann war mal schön. Zeig mir mal deinen Trankbehälter. Ein Unsichtbarkeitstrank bitte da rein. Trank der Unverwundbarkeit sieht gut aus. Pack mal wenigstens die noch weg. Oh. Und ja, ich weiß, dass ich hier wieder gerade Zeit verbrauche. Aber ein schön geordneter Trankkasten ist doch was Schönes. Wie sieht's mit Gegengiften aus? Wie viele habe ich davon? Ah ja, okay, das sieht okay aus und alles andere sieht auch okay aus. Das heißt, ich pack mal die Gegengifte hier rein, so. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Leute, seid doch einfach mal ruhig, wir rasten gleich. Bo ist schon hamstermüde. Der Geist so. Ist willig, mein Freund. Ich bin bereit, aber ja. Dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr.
So, erstmal die beiden weg. Dann die weg, dann die alle weg und den noch weg. Gut. Irgendjemand, der noch was hat, was wir lagern müssten? Nö. Alle voll an Lebenspunkten? Ja. Fragt nur. Nun gut. Wir rasten. Und porten uns zurück. Und ich dachte, ich würde schneller vorankommen. Gut. Alles geordnet soweit. Was kann ich tun? So, Schuss vor den Bösen. Ja? Wurde aber auch Zeit. Habt ihr einen Plan? Also das hier war, glaube ich, am einfachsten. Das ruft nämlich den Lich. Und ich habe natürlich mal wieder auf... Oh, ich habe furchtbar gewirkt. Ich helfe, wo immer ich kann. Ah, schön. Fragt nur. Für die Gefallenen! Eure Stunde wird's noch kommen! Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich war keine große... Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Nicht! Ich warte auf euren Befehl. Ja. Ja, das ist das Problem. Die Schädel explodieren. Ziemlich böse. Und hinterlassen uns zwei nette Sachen. Erines Schleuder. Was habe ich hier? Schleuder von Arvoren. Geheimer täglicher Schallangriff statt. Was ist mit dir? Das Gnomendorf Erinje wurde lange Zeit von einem einzigen Halbling beschützt, der nun mit einer magischen Schleuder bewaffnet war. Die Schleuder wurde von jener Hexenmeisterin erschaffen, die dem Dorf auch ihren Namen gegeben hat. Das Dorf wurde irgendwann von Orks überrannt und die Schleuder ging dabei verloren. KMA täglich 5 Schleuderkugeln plus 4 erschaffen. ETW minus 4, Schaden plus 4. Eigentlich genau dasselbe wie du. Ja. Behalten wir mal. Schlangenschaft. Dieser mächtige Kampfstab ist mit Schlangenmuster verziert. Bei jedem Schlag besteht eine Chance, dass aus dem gegen ein tödliches Gift wirkt. Klingt auch nach einem netten Gegenstand. Ja. Wenn ihr es wollt. Fragt nur. Natürlich. So, hier haben wir den Schlüssel drin. Hier könnt ihr nichts mehr tun. Dann tun wir hier was. Ja. Der Obermufti spawnt diesmal hier oben. Ha, ein stinkendes Loch des Bösen. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ich bin bereit. Okay, Obermufti ist tot. Nächste
zweites Mal. Was kannst du eigentlich noch wirken? Klingenkugel, Chaos, Gift neutralisieren, Krankheit heilen und Furchtbann. Das ist noch ein Gegenstand. Keule der Detonation. 20% aller Treffer verursachen zusätzlich 10 Schadenspunkte durch Feuer. Bei 7% aller gewirkten Treffer wird ein Feuerball gewirkt. Oh. Ja, sehr nett. Ich war keine große Herausforderung. Ja. Der Schutz vor dem Bösen noch aktiv? Ja, wäre es. Irgendwie lässt aber das Zeug nach, also müssen wir nochmal neu buffen. La la la. Ja, die letzten Wächter des Siegels sind der Wachtstab. Bei den anderen auch was? Die letzten Wächter sind erwacht. Ihr wisst, dass ihr sie mit Leichtigkeit besiegen können solltet, wenn ihr euch dem Eingekerkerten stellen und eine Hoffnung haben wollt, diese Begegnung zu überleben. Das letzte Schloss wurde entriegelt, das Rad kann nun gedreht werden. Das Siegel zu öffnen. Kommt, meine Süßen, dient Nalmisara, wie es sein sollte. Euer Ende ist nahe, närrisches Gottkind. Okay. Ich warte. Oh. Da hat mein Schutz vor dem Bösen nachgelassen. Hey. Das heißt, ich werde es schnell mal erneuern. Manas potentis. Ja. Ja? Kannst du eigentlich auch irgendwas rufen? Kreaturen der zweiten Stufe, Wort der Macht, Betäubung. Ich helfe, wo immer ich kann. Ruf du mal noch einen Lindwurm. Au, oh, Lebenskraft, der Zug ist nicht so nett. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Ah. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss als erstes mich um die Stockmutter kümmern. Das war der falsche. Aber egal. Wir den. Will auch. Ja. Ruhig den bei dir. Das bei dir. Was kann ich tun? Manas potentis. Muss wohl was an. Oh.
Okay, Schlockmutter ist tot. Okay, es sind schon mal 3 tot. Oh, Minsk steht unter irgendwelcher bösen Sachen.